Guten Tag, hier ist er wieder, der Baumann, der Lehrer aus Berlin. Ich habe Ihnen heute mal etwas aus den alternativen Medien mitgebracht. Warum sage ich das so? Weil so manche Leute immer noch glauben, da sind irgendwie böse Jungs unterwegs. Ne? Also deswegen ein besonders guter hier aus den alternativen Medien ist der Mann hier, Albrecht Müller. Ne? Also der hat schon eine ganze Menge gemacht in seinem Leben und ist von daher eine sehr gewichtige Person, die man häufiger mal in eine Diskussion reinnehmen sollte. Ich lese Ihnen mal kurz so ein bisschen die Vita hier vor. Albrecht Müller, 1938 in Heidelberg geboren, ist Diplom-Volkswirt, Bestsellerautor, Publizist, Initiator und Herausgeber der Nachdenkseiten. Müller leitete Willy Brandts Wahlkampf 1972 und die Planungsabteilung unter den Kanzlern Brandt und Schmidt. Von 1987 bis 1994 war er für die SPD Mitglied des Deutschen Bundestags. Zu seinen veröffentlichten Büchern zählen die Reformlüge, Machtwahn und Brandt aktuell. Im Vorwort steht: Wir müssen zweifeln und widersprechen. Das wird leichter, wenn wir uns mit anderen verbinden. Wenn wir ein eigenes Milieu einer lebendigen Gegenöffentlichkeit schaffen, wenn wir uns austauschen, wenn wir kommunizieren, wenn Sie Freunde, Gesprächspartner in der Familie oder Kolleginnen und Kollegen haben, die auch daran interessiert sind, Ihren Kopf vom Zugriff Dritter zu befreien, dann ist es sinnvoll, sich regelmäßig auszutauschen. Man entdeckt mehr, man versteht mehr, man kann zweifelhafte Vorgänge leichter einordnen und das Gespräch über die ständigen Manipulationen bereitet häufig auch noch Vergnügen. Jedenfalls ist es interessant. So, da haben Sie mich erwischt, ne? Das mache ich nämlich auch gerne. Das Buch hätte ich auch selbst schreiben können. Ich habe schon mal ein Video gemacht zum Thema Denke selbst, woraufhin ich dann irgendwo im Internet einen Kommentar fand, was ist denn das schon wieder für ein Trick? Sorry, Leute, das ist kein Trick. Das ist das, was uns mitgegeben wurde von der Natur. Das ist das, was uns beschützt. Es sind nicht unsere Politiker, sondern unser Nachdenken beschützt uns erstmal. Ja? Dass wir keinen falschen Tritt machen, dass wir nicht in die nächste Grube fallen, dass wir nicht über Bodenunebenheiten stolpern, ja? Dass wir uns nicht vergiften, dass wir Gefahren aus dem Weg gehen im Allgemeinen. Okay? So, also, dieses Buch habe ich so irgendwann mal im Sommer gekauft. Weil da war es schon relativ klar, dass es in unserem Umfeld Leute gibt, die nicht die Wahrheit sagen, sage ich es mal so. Ja, warum tun die das nicht? Welche Interessen verfolgen die? In diesem Buch von Albrecht Müller wird ganz offen beschrieben, wie derartige Manipulationen funktionieren. Das ist nicht von heute und nicht von gestern, das war schon immer so. Ja? Und es ist tatsächlich wichtig, dass erwachsene Menschen diese Mechanismen zumindest ein bisschen durchschauen, damit wir uns hier mal ein bisschen selbst retten können. Ich möchte Ihnen noch ein paar Zeilen aus dem Vorwort mitgeben. Fand ich sehr gut, wie das schon mal anfing, ne? Die Gedanken sind frei, das Liedchen kennt ja jeder. Das ist ein wunderbares Lied, aber im Text stecken einige Illusionen. Eine davon gleich in der zweiten Zeile. Wer kann sie erraten? Und weiter, kein Mensch kann sie wissen. Leider können andere Menschen und Einrichtungen und die Geheimdienste durchaus erraten und erforschen, was wir denken. Und noch schlimmer, es wird versucht, darauf Einfluss zu nehmen, was wir denken. Zu diesem Zweck wird geforscht, getestet und in der Praxis immer wieder und erfolgreich ausprobiert. Das Ergebnis, unsere Gedanken sind nicht frei, sie sind manipulierbar. So, also das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das ist Fakt. Ja? Und Albrecht Müller ist nicht irgendwer, sondern eine wirklich verdiente Person hier bei uns im Land. Und ich sehe ihn viel zu wenig in öffentlich-rechtlichen und so weiter und so fort. Dass ich das jetzt so sage, das heißt nicht, dass ich seine Meinung vertrete. Um Gottes Willen. Niemand muss die Meinung von anderen Leuten vertreten. Sie sollen selbst denken. Ich weiß nicht, zum wievielhundertsten Male ich das jetzt hier sage.
Aber wenn sie tatsächlich nicht indoktriniert werden wollen, von wem auch immer, dann müssen sie selbst denken. Und darauf bestehe ich als Lehrer. Das ist die Form von Neutralität, die wir als Lehrer zu leisten haben. Ihnen keine fertigen Kochrezepte vorzulegen in der Schule, nicht schlaumeierisch aufzutreten mit irgendwelchen Dingen, sondern die richtigen Fragen zu stellen vor allen Dingen, damit sie weiterkommen. So, jetzt können Sie sagen, andere Fragen sind wichtiger. Ja, natürlich, wenn Sie sie äußern. Ich als Lehrer zum Beispiel habe immer wieder dazu aufgefordert, was gibt's Neues? Was beschäftigt Sie gerade? Haben Sie Redebedarf? Das ist das, was der Lehrer als erstes macht, wenn er in die Klasse reinkommt, oder? So, also dann sind Sie schon mal bei den aktuellen Themen. Und mein aktuelles Thema aktuell ist das hier. Fette Lügen aufzudecken. Jeden Tag, immer wieder. Bleiben Sie fleißig. Mal zur Abwechslung, ja? Gesund sind Sie ja. Okay, bis dann.